Moinsens und Servus, willkommen zurück bei der Riesenspielwelt. Jo, die Paddy hat uns hier rausgeschleppt, weil anscheinend hat sie irgendwie Ahnung vom Versteck ihres Vaters. So, reden wir gleich mit dir. Ich würde nur ganz gern hier loten. Wie viel Uhr ist es? Kann ich gerade nicht sehen, oder? Alter, ist das dunkel hier. Ja, okay, Paddy. Was machen wir hier? Was zum Geier geht hier überhaupt ab? So, hier muss es sein. Was machen wir jetzt? Kannst du mir was beibringen? Hatten wir schon. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Was soll ich denn damit machen? So enden wir alle mal. Soll ich hier nach einem Dingens suchen im Boden? Das kann ich natürlich machen. Ein Grab. Eine harmlose Halunke. Ich glaube, da werden wir nicht so erfolgreich werden, meine Dame. Ich sehe nichts. Wo bin ich, Alter? Wo geht's hier überhaupt lang? Alter, ich habe Angst. Safe, wir stürzen hier irgendwo ab. Nee, doch nicht, okay. Sieht man die Uhrzeit? Nö, ne? Ach, scheiße, ist doof, dass es dunkel ist. Ja, suche ich nochmal richtig. Gut. Ruhe in Frieden. Nett. Ein Grab. Ruhe in Frieden. Ein Grab. Ja, toll. So enden wir alle mal. Hast du noch irgendwas, was mir weiterhelfen könnte? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah. Also, nochmal langsam. Mein Vater hat irgendwo hier auf dem Friedhof etwas vergraben. Also schnapp dir eine Schaufel und such nach der richtigen Stelle, um es auszugraben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du musst es ja nicht machen. Ja, ja. Los, mach schon. Läuft. Ich warte. Ich bin hier billig angestellt. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Was kannst du mir beibringen? Schlösser öffnen 3. Ah, ich bin versucht. Ich bin so versucht. Ja, nee, auf keinen Fall. Ja, Schlösser öffnen 3 ist... Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Definitiv. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als ein Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Nice. So. Ja, jetzt muss ich wieder auf Level abwarten. Ach du Scheiße. Ja, da geht Siegel dahin, aber das ist auch sowas richtig Essentielles. Dann können wir ohne die Truhe von Medossa und so knacken. Wo ist da jetzt der Schatz vergraben? Ruhe in Frieden. Hier war ich doch. Mal hier irgendwas. Dahinter. Och Leute. Oh oh. LOL. Moin. Sorry, wenn ich euch des Nachts gestört habe. Oh Gott. Oh Gott. Bam, Junge. So. Ja, excuse moi. Wo bin ich hier, Alter? So. Hoffentlich dämmert's bald. Ist ja schon eine Weile her, dass wir schlafen waren, ne? Das war ja in der Hafenstadt.
Schnauze. Ja! So. Bisschen hier die Wildpopulation ausdünnen. Da hinten ist ein Seegeier. Bin ein bisschen abgekommen, kann das. Ey! So meinte ich das natürlich nicht. So, hier ist der Eingang, oder? So enden wir alle. Hier landet man. Soll ich etwa hier unten graben oder so? Hier gibt es Gräber, die sind noch nicht mal hier ausgehoben. Noch nicht zugeschüttet. Ein Grab. Kann ich hier darauf irgendwie was gucken? Steinplatte, stimmt. Interessant. Die habe ich ja hier irgendwo gefunden. Ein Geschenk von Paddys Vater. Ja, geil. Jetzt geht auch noch das Licht aus. Also kann das ja nicht weitergehen hier. Alter, ich kann mich auch beim besten Willen nicht mehr dran erinnern, ne? War ich schon, ne? Muss ich jetzt hier so einen Fleck suchen? Was machst du da? Och, Alter, ey, lass doch die Truhe in Ruhe. Ich dachte gerade, er hätte es gefunden. Schnauze. Hier in der Mitte? Nee, ne? Er hat es hier irgendwo vergraben. So, ja, Maul. Was? Ich glaube, er hat es gefunden. Ja. Hier ist was vergraben. Man sieht es nicht mal. Ist ja geil. Ich glaube, das war der Sinn der Sache, dass man es nicht sehen soll. Tja, da hat der Gregorius seinen Job aber ordentlich gut gemacht eigentlich. Alte Schatulle, der Name Stahlbart ist drauf eingeritzt. Na sowas. Hey, guck mal. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Tja, und jetzt? Raus mit der Sprache, was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Jetzt reicht's, du willst mich wohl verarschen. Du hast gar keine Wahl. Ja, du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja. Ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Tja, was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Was hat Romanov vor? Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Tja. Wo ist dein Vater eigentlich? Dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen.
Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Lol. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. How can I help? Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll. Ja, genau. Du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Flirty, flirty. Ich werde die namenlosen Gräber mal untersuchen. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Ciao. Okay, neues Goal, aber vielleicht wartet am Ende eine Kristallscheibe auf uns, ne? Mal schauen. Boah, da hinten ist der Vulkan, ne? Der lodert. Wie geil ist das denn? Warten eigentlich die Dudes von dem Banditenlager eigentlich darauf noch, dass wir den Angriff durchziehen? Lol. Ja, nochmal. Was geht bei euch? Wartet ihr hier noch? Das ist zu riskant. Ja, bessere Team werden. Fincher. Das ist zu riskant. Wollen wir die Quest nur machen? Ach so! Bevor wir irgendwas machen, besuchen wir die. Jetzt dürfen wir ja frei herumlaufen, Alter. Ich bin ja ein Lappen. Kompletter Lappen. Hallöchen. Wie geht's denn so? Auf in den Kampf! Hallöchen. Lass dich nicht umbringen. Bis später. Moin. Das ist mir nicht geheuer. Hallo? Bleib wachsam. Vielleicht gucke ich da auch mal rein, ja. Was ist hier überhaupt passiert, ey? Sieht ja gut aus hier alles. Oh, weiter hier. Schlaf nicht ein. Bis später. Überall diese Monster. Überall diese Monster. Der muss scharf sein. Ich will schlafen, hau ab. Voll nett. Wenn das Unwetter kommt, oh, Apfel. It's Apple Time. Können wir wieder snacken. Haben uns verlassen. Wollen wir die Äpfel? Komm schon. Hier. Ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Na gut, dann brauchen wir noch ein oder zwei. Hast du von den Piraten gehört? Oh yeah, boy. Warst du schon mal in der Kugel?
Jetzt wird mal wieder gekocht hier. Riecht schon mal nicht schlecht. Lecker. Oh, was haben wir da für Gerichte, ey? Sieht richtig lecker aus. So, was brauchen wir hier? Gewürzbeutel haben wir ja nicht, ne? Die Stürme werden schlimmer. Rohes Fleisch ist jetzt auch erledigt. Wir sind alle am Arsch. Alter, das gibt ja maximales Mana. Also ich muss Gewürzbeutel unbedingt finden. Unbedingt. Rudolf, du leidest das hier, oder? Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Wir brauchen Unterstützung, verdammt! Komm zurück, wenn du ein Kerl bist. Was ist denn hier los, ey? Ach, Leute. So geht das. So, gegönnt. Rekrut, Ordenskrieger, Rekrut. So, Rudolf. Ja, ich soll mich bei dir melden. Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Schickt er endlich Verstärkung oder was? Nein, er sagt, er könne nicht. Er habe selbst im Moment genug Probleme. Ach, verdammt, ich hab's geahnt. Er lässt uns einfach hängen. Was geht mit dem da links? Da hilft wohl nur eins. Wir müssen schneller arbeiten, sonst sind wir bald alle Fischfutter. Danke für die Nachricht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Geh zu Severin und sag dem Mistkerl... Ach, egal. Sag ihm einfach, dass wir noch leben. Das sollte reichen. Immerzu bebt die Erde. Was ist immer mit dir? Schön Gold sammeln. Wir chill dein Leben. Sein, dass wir noch leben. So. Draußen ist das verdammt gefährlich. Du musst weiter. Darum darf ich hier hin? Ist ja kein Haus hier. Das Ganze mal von vorn. Alle tot. Geht doch. Das dauert jetzt schon zu lange. Nice. Ehrlich, wenn ich es dir doch sage, er behauptet es wirklich. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Der hat, glaube ich, von den Krallenfaltern eins auf den Kopf gekriegt. So. Rudolf kriegt seine Message. Ich würde mir gern trotzdem mal hier die Höhle angucken. Die Ruine, meine ich. Und da brauchen wir wieder eine Fackel. Fackel, 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 Fackel. Komm schon. So. Was geht hier so ab? Oh, hi. Alter, sind die jetzt easy, ey. Ist ja lachhaft. Was haben wir hier? Telekinese, ja. Telekinese ist nice. Sollen wir das irgendwas sagen? Auch mit der Armbrust hin. Ganz im Ernst. Das ist für die Leute, die nicht nachdenken können. Moin. Kurzbogen. Alter, richtiges Labor hier unten. Wenn ich hier drauf drücke. Okay. Aha. Widerlich. Maximales Leben. Jackpot. Oh, wir haben sogar zweimal. Wo habe ich denn den anderen her? Alter, ich rauche auch gar nichts, ne? So. Und Kristallkugel der Telekinese. Wo brauche ich das? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Kann ich hier irgendwas betätigen? Was bringt mir das, wenn die Tür eh offen ist? Ist das mehr so zum Symbolisieren? Keine Ahnung. Naja. Nee, scheiß auf Dexterity. Brauchen wir nicht. Ja, sehr seltsam. Keine Ahnung. Ah! Natürlich. Jetzt raff ich's. Again, ne? Gut,
gut, hätte ich auch einen Bogen machen können, aber... Mit der Armbrust, aber egal. Wollen wir eigentlich nochmal zum Hof? Da gab es unten diese Höhle, wobei da gab es Ghule, ne? Scheiß auf Ghule. Mach ich alles irgendwann mal. Endlich dämmert's mal. So ein bisschen. Gibt's hier irgendwelche Viecher, mit denen ich mich anlegen kann? Nimm die drei, genau. Ist noch nicht hell genug irgendwie. Ja, moin. Habe ich jetzt wenigstens hier Schlösser öffnen, Taschendiebstahl? Keine Ahnung, ob wir das ausbauen. Man kann nicht überall Talente hier sein Geld für ausgeben. Boah, es sieht schon nice aus da hinten, ne? War auch noch nicht bei den Rekruten. Komm, das mache ich auf dem Rückweg. Wir besuchen jetzt erstmal den Don. Wir besuchen jetzt erstmal den Don, beziehungsweise kann ich mit Fincher das Lager noch ein bisschen aufmischen. Das würde halt gegen meine Prinzipien stehen, aber dann wäre das nochmal so eine Sache, die man abarbeiten kann. Gell, Fincher? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Ist einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Ich werde es mir mal anschauen. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Das ist zu riskant. Ja, natürlich. Es ist der zweitwichtigste Mann neben dem Don. Das ist zu riskant. Hatte ich alles schon, ne? So. Holla, gibt's eigentlich neue Viecher hier im Sumpf? Stimmt. Ja, jetzt kann ich endlich schürfen. Kann ich mir auch neue Amulette und so mitmachen. Oh, ganz schön groß das Ding. Mehr ist nicht zu holen. Ist ja nicht wenig, oder? Ich sollte auch in die Höhlen gleich rein. Lukor. Ey, ihr seid wieder hier. Das ist zu riskant. Hallo. Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Chill. Das ist zu riskant. Alter, die sind alle... Lass uns handeln. Sind alle zu krass drauf. Und der hat einen Diamanten? Läuft bei ihm. Oh, welcome back. Zeit, sich mit Ugern und so anzulegen. Spaß natürlich nicht. So. War hier noch wer? Hier ist doch bestimmt wer am Arbeiten. Du da, moin. Sieh mal einer an. Da hat sich wieder einer für die Spinne aus der Vulkanfestung entschieden, was? Na und? Mich würden die Mistkerle da oben nicht dazu bekommen, für sie in den Ruinen verheizt zu werden. Willst du Schläge? Da bleibe ich lieber bei meiner Arbeit mit der Schaufel. Ja, mach ruhig. Pass auf, hinter dir, ein Rottwurm. Lol. Was? Wo? Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Mach, dass du wegkommst. Ja. Wenn du wüsstest, Freundchen. Oh, was geht bei dir so? Da, hinter dir, ein gefährlicher Wurm. Immer diese Peasants, ey. Wo denn? Ach so. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Das ist einzigartig. Vielleicht kann ich damit noch jemals mal was mit anfangen. Bestimmt nicht. Vielleicht. Mal gucken. Also ich glaube nicht, aber eventuell. Das wäre Plot-Twist des Jahrhunderts, wenn das nochmal was bringen würde, das Ding. Ah, moin. Ich habe mit Don Esteban gesprochen.
Sehr gut. Wenn du in dem Tempo weitermachst, wirst du es noch sehr weit bringen. Das ist zu riskant. Ja, mit denen geht das nicht. Und was geht bei dir? Da, hinter dir ist so ein ekliges Biest. 7 Bier hat er. Was ist nur da? Hier sind überall eklige Viecher. Am besten, du trinkst ja auch mal einen. Das ist alles nur halb so schlimm. Digga, ich habe ihn jetzt nüchtern gemacht. Aber wir können auch mal hier in die Höhle reingucken. Aber wegen Schürfkrams und so, deswegen. Da gab's doch safe noch was. Deswegen lohnt es sich, dafür zurückzukommen. Hier, genau. Sowas zum Beispiel. Gab's da noch unten was? Das hat sich gelohnt. Roter jumpen will ich jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ah, da ist Gold. Wir porten uns zurück. Wir porten uns mit Dingens. Wir nehmen Dingens. Was laber ich eigentlich? Wir nehmen den Teleportstein, probieren wir den aus. Ah, da ist eine Fackel von mir. Jawohl. Direkt gönnen. Dafür lohnt sich das. Das hat sich gelohnt. Yes. Und noch ein, Alter. Diese Höhle ist geil. Wisst ihr was, dann kommen wir gleich drüben bei den anderen Keks nochmal an. Kann ich das jetzt auch machen? Ne, habe ich schon, okay. Kann ich nochmal bei den Novizen Boys gucken, ob die noch irgendwie, ob ich die beklauen kann und so. Ist hier eigentlich was Neues? Oh Gott. Mist, ja. Ein schwarzer Wolf. Jawohl. Ja. Lief nicht so gut für dich. Oh ja, ich könnte mir auch. Wo komme ich auf der anderen Seite der Höhle? Komme ich auf der anderen Seite der Insel raus? So war das, ne? Ist hier eigentlich was Neues? Oh ja. Benutzt mal ein magisches Geschoss. Das, damit kann man. Oh, 2. Scheiße. Oder... Ja, 2. Oh. Pass auf, was du machst. Genau, ausweichen ist gut. Ja! Jawohl! Darth Maul intensifies, Junge, so geht das. So. Ah, und wir können auch nochmal in die Höhle reingucken. Von damals mit den anderen Wölfen. Ein Ei? Okay. Das sah übelst aus wie so ein Wachtelei. Ja, okay. Ein Ei. Cool. Kann man für Lebensmittel und so bestimmt benutzen. Kann man hier eigentlich nochmal was machen? Nö, ne? Ich weiß ja nicht mehr, welche Truhen offen und welche nicht waren. Schweiße doch auch nicht. Bonk. It's Big Bonk Time. Was war hier? Hier war gar nichts, ne? Na doll. Oh. Ganz schön lästig hier. Ja. Weich aus. Weich aus. Ja. Yo, Alter. So langsam kriege ich schon Borgen raus hier. Ich muss nämlich auch XP sammeln. Nicht vergessen. Wir sind out of LP. War ich hier schon dran? Ja.
hier. Ja, nice. Genau deswegen wollte ich ja nochmal nachgucken. Oh, klopf, klopf. Wo ist der? Edelstein. Oh, Mann, Mann, Mann. Hallo, Wolf. Ja, noch kein Flächendamage. Ich muss den noch erreichen, also treffen. Und hier lande ich. Ist auf Vulkanfestung. Das ist der Weg auf der Vulkanfestung. What? Wo zum Geier bin ich hier? Ah, jetzt bin ich minimal verwirrt. Hallöchen. Aber hier war ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ah, ich bin östlich der... Ich bin unter drunter. Okay. War euch noch alle und dann war's das. Ja! Ja! So, ja. Hier, hier, von da hinten kommt man ja runter. Ah, okay, alles klar. Raus hier. Now I get it. Da kommen wir auf der anderen Seite raus. Dann beklaue ich nochmal die, meine Ordensbrüder. Meine Novizen-Bros und ja, dann war's da erstmal. Dann müssen wir wieder zurück Richtung Banditenlager. Haben wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Und der Don wird ein bisschen sauer auf mich sein, glaube ich, weil ich ihm doch was versprochen habe, was ich nicht geliefert habe. Jump weiter. Du schaffst das schon. Schade. Nope. Hast du eigentlich was Interessantes? Lass uns handeln. Man muss ja mal, oh ja, immer reingucken von Kapitel zu Kapitel. Hier, bitteschön. Äpfel sind lit. Kann ich irgendwann mal diesen nice Stab benutzen? Oh. Wie viel brauche ich noch? 3. Okay, dann noch 30 Äpfel, beziehungsweise 28. Das ist zu riskant. Shit. So, dann nur noch du da. Tell me more. Ich weiß, du schaffst das. Okay, gibt wohl bei dir nichts zu klauen. Ansonsten, theoretisch, gäbe es noch die Höhle da unten, ne? Wir müssen auch mal auf Paddys Karte gucken. Hat Patty nicht eine Liste? Ich soll doch nach diesen namenlosen Gräbern suchen. Gibt's da keine Karte für? Aha. Echt nicht? Ist ja ranzig. Oh, der ist noch nicht gelootet. Hier waren da nicht... Ich gucke hier nochmal rein, aber ich glaube hier waren... Ja, nee. Vergiss es. Hebe ich mir für schlechte Zeiten auf, beziehungsweise wenn wir mal unsere Magie ein bisschen weiter geskillt haben. So, raus mit dir, raus mit dir. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.